Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker mit dem Jan und Link guckt böse. Er ist nicht begeistert von diesem LP. I don't like it. Ihr verspottet mich. Nein, Tunic ist mein Lieblings-Link. Meine auch. He's so cute and so cool. Und er zeigt... Er zeigt auch Emotionen. Hoffe ich doch. Schon ganz vergessen, zeigt der Emotion im Spiel. John! La, hallo? Was ist denn das für eine Aggression gerade im Ampen gewesen? A Pirate Trip. Ist da Captain Jack Sparrow drauf? Oh mein Gott, die Black Pearl hat angelegt. Sie sind der schlechteste Captain, von dem ich jemals gehört habe, aber sie haben von mir gehört. Problem. Na so, did you troll me? Ja. Ich habe Unfug eingestellt. Ich gehe in den Wald, der verboten ist. How dare you? Vater Orca darf mich nicht erwischen. Er wird dich sowas von raten mit seinem Analstab. Ich fand es ja damals so lustig, wie sehr das Spiel gehatet wurde, weil damals diese Trailer, da war die Testdemo der Gamecube, da war so eine Demo von Link und großen Adult Link und halt Gandalf, wie die gegeneinander kämpfen und auf einmal bringt Nintendo das hier. Alle voll so, yeah, voll scheiße. It's not scheiße. Ich fand der Kampf am Ende, der war echt nice. Nein, das Spiel ist scheiße, weniger Grafik, das dachten viele. But it's cool. Ich find's, ich will, dass es so bleibt. Sie sollen kein HD-Remake machen, das ist... Free YouTube Money. Was zum? Ich hab Geld gehört. Wie stehst du dazu? Ich stehe dazu gespalten, weil die Comic-Grafik bleibt ja erhalten. Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde es jetzt in HD finde ich nicht so schön wie dieses. Ich weiß nicht, das hat etwas Besonderes. Ja. Ich hoffe nur, Tunic wird auch im neuen Smash Bros. Dabei sein, weil der ist ein Brawl My Main. Wenn Nintendo Tunic rausnimmt. Wer shouldn't have done that? Wobei, haben sie bisher überhaupt jemanden rausgenommen? Weiß ich nicht, es stehen ja nur die Hauptcharakter, die Charakter, die immer dabei sind, da schon sind ja schon da, also halt Mario, Link, Bowser, Pikachu, Samus. Also von Super Smash Bros. Zu Super Smash Bros. Melee und zu Brawl sind ja eigentlich gar keine Charaktere weggefallen bisher, von oder? Von den Veteranen, also die Charakter, die immer, die im ersten Smash Bros. Dabei waren, die waren immer dabei. Ja. Bei Melee kam halt dann mehr und im Brawl wurde dann zum Beispiel Roy gegen Ike ersetzt. Aua, 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 mein Hintern, ich bin doch nicht tot. Wieso bist du nicht tot? Du bist voll in den Wald gefallen. Was hast du denn für Klamotten an? Wie auch immer, wo bin ich hier? Hör mal, die hat meine Oma gemacht. Hallo, ich habe eine Oma, die mich liebt. Was hast du? Ach ja, ich wurde ja von diesem riesigen Vogel... Köppen Tetrapack. Den Kapon kann man heute an, ihr seid unverletzt. Als er schon im Wald hoch oben auf den Berg stürzen sah, da dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald zu Rom auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf dem Berg fallen lassen? Das ist ja wohl die Höhe. How dare he? Aus dem mache ich Grillhähnchen. Los, steh hier nicht so untätig rum, Gonzo, gehen wir. Mit diesem Vogel habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Oh mein Gott, der ist ein Hund. Was ist mit dem Jungen? Was soll schon mit ihm sein? Kümmere dich nicht um ihn und komm gefälligst mit. Hör mal! Da rettet man die schon und denkt sich, who cares? Okay. Oh. Ach, Gonzo ist doch ein Hundename, oder nicht? Weiß ich nicht. In den meisten Fällen zumindest. Also ich habe noch nie einen... Tuni! Also, ich will auch keinen Fehler machen. Ich habe noch nie einen... Oh, Little Sister. No. Wait a second, she's going to the forbidden. Aaron, it's dangerous to go alone. Lecker, kleine Mädchen sind am liebsten. The book. aber so, no. Shit, yeah, so. Komm zurück, du Bastard. Yeah, so. No. I'm gonna... Oh.
I'm gonna fly. Wait a second. Idiot. Voll Idiot. Zappel gefällig nicht so rum. Tunlink wäre nichts passiert, er wäre ins Wasser gefallen. Er ist aus Zucker, vergiss das nicht. Das ist ein Unterschied. Oh. Ich kann nicht schwimmen. Oh. Was? Ja. Du willst an Bord unseres Schiffes? Ja. Sag mal, hast du irgendwie nicht mitbekommen, wer wir sind? Wir sind Piraten, Kleiner. Habt ihr Captain Jack Sparrow? Glaubst du etwa, wir nehmen so ein nichtsnutziges Knirpsi dich mit? Ich verstehe ja, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber wir sind weder ein Kreuz noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst? The Birdman! Was geht's noch mit dir? Was quatschst du uns so von der Seite dazwischen, du komischer Vogel? Nicht gleich aufregen, aber was ich sagen will, ist, dass wenn du hier nicht aufgekreuzt wärst, dies Menschen auch nicht verschleppt worden wäre. Oh, Schuldgefühle machen. Willst du damit irgendwas andeuten? No. Ja, das will ich. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass ich viel herumkomme und viele verschiedene Inseln besuche. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen, spitzen Ohren wie du. Nein, erzähl, Zelda hat ein Mädchen spitze... Es gibt ein Zelda-Mädchen ohne spitzen Ohren? Außer in Twilight Princess. Hm. Und das hier gerade eben verschleppte Mädchen hatte auch lange, spitze Ohren, nicht wahr? You don't say! Wait a second. Was ich sage, ist, dass dieser Vogel sie offensichtlich mit dir verwechselt und somit irrtümlich verschleppt hat. Shit, er macht mir Schuldgefühle. Und außerdem war es Tuni hier, der dich von dem Monster im Wald gerettet hat. How did you know my name? Stimmt das? Er ist übrigens der Freund deiner Großmutter. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Die verwunschene Bastion? Du meinst diese Insel, die... Was gedenkst du zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es dann nicht das Schlaueste, den Jungen gleich mitzunehmen? Pah, no. Die Rede hättest du dir sparen können, denn das hatte ich sowieso vor. Really? Nicht. Über die verwunschene Bastion hört man ja in letzter Zeit nur die haarsträubigsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernst vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen. Ja. Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens noch so etwas wie ein Schild geben, oder? Nein, nur ein Wandschmuck. Schließlich willst du vor eventuellen Gegnern ja nicht dumm dastehen. Sure. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Und nur damit du Bescheid weißt, sind wir erstmal an Bord. Komm, wir sind schnell nicht mehr hier vorbei. Auch wenn Link sich umentscheidet, springt er einfach ins Wasser und schwimmt zurück. Verabschiede dich also von deinem Leben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Who the fuck are you? Ja. Statist 23. So, jetzt holen wir uns erstmal Free YouTube Money, weil dahinter waren ja auch noch 10 Rubine. Wie gesagt, Hier ist nochmal kurz zu Super Smash Bros. Im Brawl wurde dann halt ja Roy gegen Ike eingetauscht und Mewtwo gegen Lucario. Was ich nicht verstanden habe. Ich auch nicht. Mewtwo war so much badasser. Ja, Lucario sagt mir überhaupt nichts. Sorry, ich kenne die neuen Spiele ja noch gar nicht so. Sie sieht traurig aus, ich gehe mal lieber wieder. Sie sieht nicht traurig aus, sie sieht verdammt creepy aus. Tony, was ist los? Bitte sag es deiner Großmutter. Wo ist Errol? Sie spielt doch noch draußen, oder? Natürlich. Diebe waren hier. Das finde ich jetzt so geil. Die Großmutter da unten, ne? Achtet mal jetzt auf den Spry, auf die Großmutter. Sie hätte nichts in der Hand. Und Ublitz hätte den Schild. Tuni. Oh. Ja, so ist die hier nicht wahr. How did you make this? Use der Teleportation. Nimm ihn. Du hast den Heroenschild erhalten, man sagt, der legendäre Held soll ihn verwendet haben.
Drücke R, um ihn vor dir zu halten, während du dich duckst. Hältst du L gedrückt, kannst du mit Hilfe von R auch abwehren, während du dich bewegst. Shit! Och nö, jetzt beginnt das traurige Theme. Dann ist also wahr, Aaron wurde verschleppt. Warum tun sie meiner Kleinen so etwas an? Emotionen! Ja, ich glaube, Tunlink ist echt der einige der wenigen Links, die Emotionen zeigen. So viel ich also jetzt momentan beobachtet habe. Der Link aus Skyward Sword zeigt auch noch Emotionen. Der aus Twilight Princess auch mehr oder weniger. Ja, der aus Twilight Princess auch so. Aber der aus Ocarina of Time und Majora's Mask, weiß ich nicht. So richtige Emotionen wie Ocarina of Time hat ja manchmal ganz kurz einzelne Emotionen, aber nicht so wirklich. Nicht solche Emotionen wie Tunlink und der Skyward Sword Link, weil... So viel ich, also ich denke mir das jetzt, der Skyward Sword Link und Toon Link haben die meisten Emotionen der Links. Na, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Hör mal, der gehört zu der Queen of Time Link, dem Held der Zeit, also pass mal auf, was du sagst. Auch wenn der Schild... Vor allen Dingen hat auch nichts Besseres. Na, wird schon seinen Zweck erfüllen, also dann stechen wir in den See. Bist du bereit? Nee. Ach, ich weiß nicht. Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Shalom! Oh, mein Kopf! Shalom! Die große Abreise. In einem Alle winken. Tschüss! Tschüss, kommt bloß nicht wieder! Viel Glück! Rette den Schlüssel, oh, er schiebt! Ja. Und guck, der Schleim, der geht... Guck dir den Schleim an! Der Schleim! Tschüss! Oh mein goodness! Hot Grill! It's the Omi. She's looking. Du, mir fühlt sich richtig schlecht, deine Oma tot zu lassen. Oh ja. Yeah. Was für bist ein toller. Bist du fertig mit winken? Also wenn wir die Textbox jetzt nicht weit drücken, nein, dann sind wir nicht fertig. Was? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Zeit nochmal überlegen und vom Bord gehen. Und ich schließe mal ganz kurz das Fenster. Yeah, das Blick. So, problem. Mitten in der Aufnahme Fenster schließen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Ich springe jetzt einfach vom Bord, ich hab Heimweh. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Okay, tschüss. Oh, mir gusta face. Obwohl, die Distanz kann Link nicht schwimmen, verdammt. Die Distanz kann er noch nicht mal schwimmen, wenn er ein Schlauchboot hat. Jetzt sind wir auf Piratenschiff, ich suche jetzt als Jack Sparrow. Bist du Jack Sparrow? Oh, da ist er, der mit der Brille, das muss Jack Sparrow sein. Er tarnt sich nur. Verkleidung, natürlich. Aber als er dem Vogel hinterher gerannt ist. Was zum Teufel bist du denn? Oh mein Gott, eine Tunte. Das ist Tetras Raum. Nein, ist es nicht. Nicht sofort. Das hier ist Captain Tetras Kajüt. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da nur alle Jubeljahre mal rein. Da ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Hey! Oh! Dass er sich nicht an dich rangemacht hat, wundert mich. Dafür mach YouTube Money! Guck mal, dafür mach ich eure Einrichtung kaputt. Der Einrichtungszerstörer. Hey, Neuer, ich bin ab heute ein Obermatrose, kapiert? Ich bin größer als du. Ich hab eine Waffe im Gegensatz zu dir. Also auf das, was Nico sagt, und wir werden uns best verstehen. Nein. Also als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen neuen gehört, kapiert. Das fand ich ja sogar im Wind Waker Manga, da musste Toon Link kochen und so alles. Na, Aufnahmetest. Test, hallo. Also, sieh mir genau zu, wie ich es mache und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Das war jetzt sogar der Vater da so am Kopf. Oh mein Gott, so das sind sich die Zucchinis! Zuerst betätigst du den Schalter hier.
Stell dich einfach davor und drücke. Drücke. Nach. Um auf den Schalter zu steigen, kapiert? Was soll ich drücken? Was für ein Fall? Ich hätte das jetzt anders vorgelesen. Die Plattform fahren dann von unten rauf und du musst auf sie darauf springen. Auf ihnen befinden sich jeweils eine Herdplatte und eine Pfanne. Auf ihnen kannst du dann die Gerichte zubereiten. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. No. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihn festhalten. Mit Hilfe von Steuer kannst du schwingen. Und wenn du A loslassen drückst, lässt du los. Ich hatte ja gesagt, mit Hilfe von dem Steuernippel. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum hinter hinten bist. Allerdings bleiben die Plattform nicht ewig oben. Also musst du dich schon ein wenig beeilen, kapiert? Wie kommst du jetzt so schnell darüber? Bis du es bis hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. Der ist wahrscheinlich an der Schiffswand entlang geklettert. Ach so, er ist ein Ninja. So. Nee, das mach ich immer. Ich weiß, resetten, damit das genauso lang wie es sein kann oben ist, ne? Mhm. Controller, no. Oh, Control, thanks. Hui! Das war eigentlich noch einfach. Das zweite Mal, wenn man das machen muss, ist das schwer. So. Sagt er nicht ein Jahr Übung? Das ist Pro-like, direkt so zu springen. Aber so habe ich das auch gemacht. Und... Hui! Was? Das hast du so schnell geschafft? Shit. Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Okay. Sagt er nicht ein Jahr Übung? Ja, dieses eine Jahr. Innerhalb von wenigen Sekunden. Du hast die Beutetasche gefunden, eine praktische Tasche, in der du die hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesem Item gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke X, Y und Z. Hey Tony, wir sind bei der verwunschenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Ich glaube, es war wirklich ein Jahr weg. Oh ja, wir warten ja weg. Wenn man mal so da bedenkt, wie lange man fährt normalerweise mit dem kleinen Schiff, ne? Ja, jetzt sind wir ja mit dem größeren. So, da ist jetzt ein Täters Raum. Let me in! Oh. Dieser Wandschmuck, ich stehe die in und spieße dich auf. Wow, es ist Nacht. Hey Tuni, hier bin ich. Sie hat gerade come on gesagt. Sie kann Englisch. Yeah. Damn. Sie spricht nicht Hyrulianisch. Ja, okay, Link auch nicht. Link mal nur. Das nenne ich nicht. Was treibst du bloß so lange mit Nico? None of your business. Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? None of your business. Wir hatten keinen Sex, nein. Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Es hat sie nicht mehr weiter interessiert. Gut, Link musste also nichts antworten. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da. Drüben. Das Fenster da. Ein Fenster mit Möwen. So ungewöhnlich.
Möwen! Kommen dir die Möwen heute bekannt vor? Nein. Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Und am Jackass-mäßig. Diese voll ich hab voll, gesehen. Jackass. Was? Wait was du? Hör mal. Nico, help! Warum hast du das so, Nico? Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also ist alles bereit? Jo! Ich bin ganz so. Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschriften sehen. Drei. Was? Hör mal. Ich warne dich. Ich hau dich! Nein! Mit zwei am Tschüss. Besten. Scheiße! Oh nö! Hui! Das war Link. Und zwar im Angry Bird Style. Ne, Dominik. Verwunschene Bastion. Angry Bird Link. Ich beende hier den zweiten Pass von The Legend of Zelda, The Wind Waker. Also würde ich schon sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Hui.